Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Warfare mit dem Uwe und mir. Hallo. Hast du das gemerkt jetzt gerade? Ja, together, hast du gesagt. Together. Und dich zuerst gesagt, nicht mich. Naja, ist auch schön, wenn das klappt, ja, wenn das läuft. Wir sind jetzt in Folge 30. Nach 30 Folgen habe ich es kapiert, wie es geht. Das ist gut. Wie man so Films auch schnell sich an neue Dinge gewöhnen kann. Das ist scheiß Call of Duty zu spielen, ja. Mach die, ne? Ach, das, die Karte habe ich in Folge 1 habe ich die Karte gespielt. Und jetzt in Folge 30 wieder. Aber zwischendrin war ich schon mal hier. Ja, zwischendrin vielleicht mal wieder, aber. Wir sind im gleichen Team, ne? Ich denke. Ja, ich bin besser als du. Sehr gut. Möchte ich jetzt schon mal anmerken. Uwe hat übrigens heute gesagt, dass er richtig gut ist. Ja, richtig gut. Ich habe es in letzter Zeit gar nicht so schlecht gespielt, also. Ich hab Flugzeug zerstört! Legst ja gleich ganz schön los heute, ja. Aber was ist denn heute los? Da kam gerade genau auf mich zugeflogen. Ich hab einfach mal drauf zugehalten und geschossen, wie blöde. Ja, also, entweder gewinnst oder verlierst gleich nochmal. Willst du mich verarschen? Hat er mir gerade einen Flügel abgeflogen? Spaß. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ja, Sieg, Niederlage liegen eng beinahe. Das ist echt ein Scherz. Er ist an meinen Flügel rangeflogen. Gut, der andere, den ich abgeschossen habe, hat meinen rechten Flügel schon etwas zerstört und der hat meinen linken. Ja, gut. Mein Bordschütze hat gerade ein Flugzeug zerstört. Oh, was ist denn heute los? Wir sind doch gut. Ich bin der Erste im Team, guck mal. Guck mal, ich bin Vierter. Geil, wir bleiben ja. Das läuft heute, ja. Ihr Team 7, ne? Ist am besten. Mhm. Magische 7. Sind wir eigentlich rot oder blau? Ist immer blau. Achso, ja, stimmt. Du bist immer blau, Philipp. Wie du. Ach nee, das war der Daniel bei Titanfall, da man nie wusste, welches Spiel da ist, in welchem Team da ist. Hat er nie mitbekommen, in welchem Team spielen wir denn jetzt eigentlich? Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Du weißt noch da, oder? Ja, wusste aber nie in welchem Team. Hm. Wenn da steht, die und die haben gewonnen, oh scheiße, wir haben verloren. Nee, wir haben gewonnen, ach so. Sieht ähnlich. Oh, nix, Wes. Ihr wartet, wart ihr gestern, hä? Ja, gestern. War gut, war nicht schlecht. Daniel ist schön gefahren. War schön, war schön. Waren um 5 war schon zu Hause. Geht doch. Ja, geht, kann man machen. Ich muss sagen, war schön. Kann man wieder machen. Und viel Spaß unterwegs. Viel gelabert, viel gelacht. Und der Daniel ist gut gefahren, ne? Darauf kommt es auch an. Ja, der ist gut gefahren. Auch zügig, wenn man zügig schnell wird zu Hause. So manchmal wir müssen 130, war recht zügig gefahren, dann müssten wir daran erinnern, dass wir 130 sind. Oh. Das kriegst du leserisch mit, wenn der fährt, da kriegst du kein Limit mit nicht. Also, ja, das sollte man aber schon ein bisschen mitbekommen, ne? Wie schnell man es fahren darf. Ob man sich das daran hält, ist ja was anderes. Ja, muss ja. Also mindestens wissen, wie schnell man gerade fahren kann. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Mhm. Ich stieg auf so einen scheiß Boss vom Feind zu, ne? Bevor ich meinen Puppen drauf werfe, dann ist sie zerstört. Gut, ist besser, als wenn ich meinen Puppen abwerfe, die kurz nach zerstört ist, wenn meine Puppen dann gefallen sind. Ich hab mit den Bomben versucht, Fahrzeuge abzuwerfen. Hat er nicht geklappt, ne? Hat mir irgendwie nicht getroffen. Machen die wohl ja Flugzeuge kaputt. Ey, was soll denn das? Du greifst du mal einen an, ne? Dann wird er wieder zerschossen von anderen. Ah ne, der brennt bloß. Das ist noch meine Chance. Assist zu landen. Ja, die Autos hier unten fahren ziemlich zügig alle. Scheiße.
sieht's denn aus? Wir sind ein bisschen im Rückstand. Hey, wer schießt mich an? Hey, schießen die mich gerade ab oder ich die? Oder wir die? Muss man das Weil suchen mit meinem Pumper, ja. Kurz davor den Boss anzugreifen, war schlechter, ja. Das ist ein scheiß Jäger auf dem Sack, ja. Das ist nach der Halt fahren. Eieieiei, jetzt komm doch mal rum hier, du Kackflugzeug. Abschusshilfe, na gut. Treffer wären wir lieber, oh, aber... Zwei Bodeneinheiten zerstört. Immerhin. Den machen wir jetzt auch kaputt, oder? Ja, gut, dass wir als Bomber läuft, bin ich mittelprächtig momentan. Aber... Ich bin ja nicht anders gewöhnt, als Bomber blöd. Ich dachte, bei dir läuft's immer scheiße. Wenn ich das Bomber spiele, irgendwie immer. Ich verlasse mein Flugzeug, sehr schön. Hä, wie kann der brennt und kaputt nochmal aufsteigen jetzt? Ja, manchmal ist komisch. Nee, der fliegt immer noch. Warum wird der bei mir angezeigt als Gegner? Ja, jetzt stürzt er ab. Nee, was macht denn der? Komm, ich heiz nochmal drauf jetzt zum Schossen. Nee, der stürzt ab. Ja, der ist kaputt. Sehr gut. Hat zum Hintergrund nochmal gekracht. Sehr schön. Krieg ich mit dem Flugzeug was kaputt da unten? Ich glaub's nicht. Das war knapp. Nee, da fliegen schon genug andere rum. Wie viel? Du sollst mal deine E-Mail-Post von Leiko. Ich? Ja. Warum das? Was gibt's denn da? Post von der Frau Beck. Richtig. Ja. Thema Warfander da zurück, hä? Hä? Was? Was denn jetzt? Warum ist mein Motor aus? Das Problem war das letzte Mal. Ha, Flugzeug zerstört. Das schön. Flugzeug ist auch ganz schön leise jetzt irgendwie. Das Problem war das letzte Mal. Das ist die Dinger. Auf allem. Geh an! Hä? Wie kann ich denn meinen Motor wieder starten? Scheiße, das wird schon gar nicht. Kennst du das, wenn du hier an ihm vorbeifliegst, wo du zurückziehen willst und der auch gerade in deine Richtung zieht und ihr. Was ist da mit dem kollidiert jetzt? Mitten in der Luft? Ja. Unglücklich. Typisch. Ja, typisch. Raudi. Ja, wenn das jetzt die 30. Folge Warfander wird, ne? Dann brauchen wir ja bald bald 50 haben wir Jubiläum, ne? 50 Folgen Warfander. Das heißt, wir müssen noch 29 Matches spielen hier. Hm, schön. 29? Ach Quatsch, 19. Hm. Möchtest du das Jubiläumsmatch, möchtest du dann hier richtig gut löwen, ne? Warten auf Ergebnisse. Das war jetzt wohl Folge 30, ja? Ja, was schön ist bei einem Ladebildschirm, dass man da während der Maus hin und her fährt, rechts und links, dass die Flugzeuge sich bewegen, wie so Wackelbildchen. Eigner Platz im Team 13. 7. Scheiße. Rüdner, in der nächsten Runde hab ich ein neues Flugzeug. Die Forschung wurde abgeschlossen. Kaufen. Ja. Jetzt hab ich ein neues Flugzeug. So? Ich erst in der nächsten Runde. Sag mal, wie ist denn das Ding? HE-111, H3. HE-111. Tun wir es mal ausrüsten. Hat er Bomben? Ja, ne? Ja, das ist ein Bomber. Dann rüsten wir den mal hier hin aus. Ja, Mannschaft auswählen. Okay. Gut, dann tun wir jetzt... Ich bin gerade an der HE-111 H16 dran.
Das tun wir auch. Finish. Finish. Forschung. Was ist jetzt hier los? Forschung. Forschung. Finish. You have researched all Zeug für die U88R4. So, kann ich jetzt nochmal zurück zur Forschung? Genau. Was tust du gerade forschen? HE 111 A16. Was ist denn? Ja gut, ich will ja die Reihe auch noch machen. Ich bin jetzt bei der U88A4, also bei der zweiten. Hm. Gut, dann gibt's in Folge 31 also meinen ersten Flug mit der HE 111 A3. Schön. Starkes Ding. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.